Ja, hallo zusammen. Mittlerweile ist es im Spiel hell geworden. Das sind zu wenige. Und wir prügeln uns weiter durch die Gegend. Na, als die Schnauze, sag ich doch. Gut, sie macht auf jeden Fall mehr Dampf. Oh, den konnte ich sogar aufnehmen. Ach, ich habe schon wieder nicht verkauft, ihr Lieben. Aber gut. Wie das Leben so spielt. Nee, das muss ich jetzt aber machen, weil dafür findet man in dem Spiel zu viele Items. Ich mache hier eine kleine Pause. Obwohl, ja doch, ich mache eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Da, nein, ich mache keine kleine Pause. Es geht ja recht schnell. Ich verkaufe mal eben. Mal darf das ja sein. Wo ist Homestead hier? Lift im faulen Bla. Prospectus, dann kann ich auch gleich die Queste mit abgeben. Normalerweise mache ich das immer in den Pausen, aber jetzt mal eben kurz verkaufen, das geht ja dann doch recht fix. Und mal eben ein, zwei Queste abgeben, ist glaube ich auch okay. So, da können wir verticken hier. Hallo Freund. So, lasst uns gucken. Der Helm. Nein. Den können wir noch nicht benutzen. Er erfordert auch ein bisschen mehr Geist, als wir zur Verfügung haben. Aber nicht viel, deshalb behalte ich den erstmal noch. Mantikorengift. So, 1200 Schaden weniger. 1015 Schaden weniger. Auch weniger Schaden. Auch weniger Schaden. Wenn nicht zu knapp weniger Schaden sogar. So, jetzt haben wir jede Menge grünes Zeus. Bei Schlachtruf. Was haben wir denn hier? 270 Rüstung. Hey, ist das zweimal dieselbe? Ja, ist das. Sehr schön. 200 Streitkampf, 434 weniger. Einhandschwert. 1200 Schaden weniger. 1200 Schaden weniger. Da weiß ich noch nicht, dass wir die erstmal noch behalten. 1200 Schaden weniger. Bla. 171 zu 232. Das behalten wir erstmal. Sortieren den Spaß hier und gehen dann auf diesen hier. Den Schild möchte ich erstmal behalten, wenn ich ehrlich bin. Das Gewehr, ja, eine Schrotflinte, 292 Risse, nein. Das Ding verticken wir. 232 Risse plus 201 Leben. Hoppala. Wir haben hier auch weniger Leben, fällt mir gerade auf. Nekromanten, aha, ja. Was ist denn das? Seltene Nebenmann, ja, das können wir uns sowieso haken. 370 Schaden weniger, bla bla bla. Das ist erst ab Stufe 42 nutzbar. Das ist 3%, 4% Leben. Das ist, das macht der 14% Zaubergeschwindigkeit, 11% Elementarwert. Ich glaube, ich lege die an. Glaube ich zumindest. So. Dann haben wir das auch erledigt. Habt ihr mal wieder eine Verkaufssession miterlebt? Dann möchte ich nochmal einen Quest abgeben. Irgendwo kann ich den. Da unten kann ich Quest abgeben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? Wo kann ich denn die Quest abgeben? Wollt ihr mich verarschen? Da irgendwo. Ne, da gibt es eine neue. Na dann holen wir uns eine neue. Wir haben ja erst so wenige. Oder noch. Ne, hier können wir es mal abgeben. So, hast du die schon an die Demptarische Königin? Jo, die ist mit dem Thema durch. Ja, das ist die beste Nachricht seit Wochen. Ich werde mit Captain Soma über den Aufbau einer richtigen Küche sprechen müssen. Deine stetige Unterstützung sorgt dafür, dass Homestead genug Nahrung für alle produzieren wird. Was ist mit Devil's Crossing? Du hast viel zur Wiederherstellung unserer Felder beigetragen, aber ich kann nichts entbehren, bis meine Leute mehr Zeit haben, um frisches Getreide anzubauen. Wenn du uns weiterhin hilfst, wird das die Arbeitskräfte entlasten, die sich um die Ernte kümmern müssen. Beseitigst du die Bestien, die in der Gegend ihr Unwesen treiben, können wir auch wieder sicher in Frieden arbeiten. Na dann. Also gut, das war jetzt irgendwie nicht das, was ich gehofft habe. So. Was hast du zu sagen? Du hast uns damals in der Totenschlucht geholfen. Könntest du mir, was willst denn du? Meine Schwester Dahlia hatte in der Todesschlucht das Warten auf den Tod satt. Und obwohl Ulgrim darauf bestand, dass sie bleibt, ging sie allein in die Tiefe, um Rettung zu holen und Vorräte zu suchen. Jetzt, da wir in Homestead angekommen sind und meine Schwester nirgendwo zu finden ist, mache ich mir allmählich Sorgen, dass sie es niemals aus den Berghöhlen geschafft hat. Könntest du... Ja, das werde ich wohl schon wieder... Ach, das haben wir ja schon, alles klar.
Hast du meine Schwester? Ja, es tut mir leid. Ja, gut. Jo, tut mir leid, kann ich nicht ändern. Haben wir auch ad acta gelegt? Haben wir noch irgendwas abzugeben? Ja, würde ich sagen. Aber wo ist die große Frage? Nee, das ist das. Nee, hier ist nichts mehr abzugeben. Gut, dann geht es wieder zurück. Das ging auch relativ fix, wie ich es erwartet habe, wie es sein soll. Wo ist hier der Ausgang? Da ist der Ausgang. Und wir porten uns daran zurück, wo wir hergekommen sind. So. Da kommen wir her. Schlückchen Kaffee. So. Ein Blick auf die Map sagt mir, dass da oben noch eine ganze Menge ist. Wir gehen aber erstmal nach unten. Gucken erstmal hier. Schnauze. Ja, Blitz ist nice. Alter, da gibt es aber ganz gute Hilfe und das hier, ne? Kann ich nicht heißen. So, giftiger, was auch immer, Gallenstein. Haben wir also eine Gallenstein-OP gemacht. So. Da kommen wir nicht entlang, das ist mir zu heikel. Hallo. Mich gehauen. Der Blitz sagt es mir. Ey, hörst du mal auf hier? So, ist jetzt Ruhe. Mein Gott. Warum können die sich nicht einfach auf den Rücken legen und sagen, okay, wir geben auf? Nein, sie müssen bis zum bitteren Ende kämpfen. So, da sollen wir jetzt durch. Das ist ja wieder ein Traum. Sag ich ja. So, hier auch weg. Dann halt so. Ach, der ist ein Bossiger dabei. Das muss auch meiner sagen. So. Alter, halt ihr mal auf hier. Meine Fresse nochmal. Gleich mal was Blaues. So, man nimmt das auf. Danke. Danke, danke, danke. So, hier sind auf jeden Fall jede Menge Tote. Toll, ich lasse euch frei und ihr greift mich an. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Schnauze. Könnt ihr das mal lassen? So. Ja, ja, Tod ist erst der Anfang. Wie oft willst du das noch in deiner tollen Stimme sagen? Hm? Können wir gleich mal. Ach, und das konntest du erst jetzt machen, wo wir auftauchen, ja? Da dir den Weg freiballern. Welch Zufall. Übennase, ey. So, dann hätten wir das hier auch alles. Ne, da haben wir auch noch welche. Na. So. Da haben wir auch noch welche. Schnauze. Ach, da haben die jetzt meine Untoten schon dezent aufgeräumt. Nun denn, so, ja, dann wollen wir da mal rein, ne? Dann müssen wir gleich mal den Heldtrank dazu nehmen. So, einmal den Heldtrank. Diese Ether-Dinger sind ja echt nervig, ne? So, das auch mal eben hier. Hier ist ja gar kein Ding. Ach, hier kommt Bossiger raus. Ich erinnere mich.
Ach, das ist ja der Böse hier. Oh, 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 not nice. Er macht doch Scheiße, der Penner. Ja, der macht's gleich. Hau ab, lass mich in Frieden. So. Alter, der ist echt nicht nett, der Bursche. Mit seiner Eta-Kacke. Können wir die 4 bitte mal neu haben? Dankeschön. Na siehst du wohl, da ist der Typ damit durch. So kann's passieren. Wurde ja auch Zeit. Haben wir ja gut hingekriegt, ne? Würde ich mal so sagen. Die Zahnarztquest sozusagen. Die Fesseln nehmen wir, die Ketten nehmen wir. Wir kriegen die ganze Zeit auf die Fresse. Ist da drin oder was, soweit ich mich erinnere, nicht. Außer der Tod, so wie es aussieht. Da hinten ist eine Metallschatulle. Können wir vielleicht rechts rum? Nein. Eieieiei. So, hier müsste man doch sicher sein. So. So. Das war doch noch eine Kiste, oder? Doch, wollte ich das sagen. So. Kohle ist immer gerne genommen. Da ist, glaube ich. Hallo. Hallo? Jetzt reicht's. Geht da durch? Können wir da nicht durch? Warum nicht? Hör das mal hier wieder raus. Warum können wir da nicht durch? Kann man das mal verraten? Der ist doch auf jeden Fall. Wir können mal außen rum gehen. Der können wir nicht. Ah, dieses Eta-Zeus ist echt nervig. Muss man ja mal so sagen. So, hier geradeaus durch. Nein. Nehmen wir alles mal mit. Dann kann auch nichts mehr stören, aber hier ist kein Durchkommen. Tut mir nur leid, aber nein. Nein, aber nein. Da blinkt es noch. Habe ich das richtig gesehen? Ja, habe ich richtig gesehen. So. So und so. Da kommen wir nicht lang. Ja, dann ist hier auch mal eben Ende im Gelände, wenn ich das nicht ganz verkehrt sehe. Da kommen wir nämlich auch nicht durch. Ja, nee, hier ist kein Durchkommen. Definitiv nicht. So. Dann hier einmal durch. Ja. Na gut, ihr Lieben. Die Zahnarztquest ist auch erledigt. Erobere die verloren gegangenen Kanonen in der Feuersbrunst zurück. Wo auch immer das ist. Ihr Lieben, ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.